Hallo und guten Morgen. Ich habe gedacht, ich mache heute wieder einmal einen Vlog. Das heisst, ich zeige euch meinen ganzen Tag ein bisschen. Und schaut mal. Oh, es ist einfach immer so schön. Wo ist der Mond? Da oben. Ah. Oh, ich liebe es, hier zu wohnen. Und ich bin jetzt gerade zum Morgen am Vorbereiten. Ich habe hier einen Smoothie. Bis das Video online geht, ist das Smoothie-Rezept auch online. Dann kommt dazu das Bananenbrot. Auch das lade ich euch online. Ich habe jetzt hier so ein Stück. Dann habe ich ja jetzt somit plus minus Kohlenhydrate und Vitamine abgedeckt. Das heisst, ich suche mir irgendeine Proteinquelle, was sich irgendwie als schwierig herausstellt. Das heisst, ich werde auf einen Proteinriegel zugreifen. Und ich habe gestern den Riegel von Gold. Oh, schaut! Wir haben gestern Abend unseren Spiegel bekommen. Ah, oh, wie schön ist er? Es ist so Altholz. Oh. Er ist mein Favorit. So schön. Es kommt immer besser. Also, ich nehme noch so einen Proteinriegel dazu. Und ich mache mir jeden Morgen einen Tee. Ich liebe Tee. Ich tue noch schnell hier an. Und meistens einen Chai. Hey, schaut meine Bischihose bitte nicht zu genau an. Ich liebe es, weil sie haben so Eskimos drauf. Aber sie sind voll verlierend. Es sieht wirklich lächerlich aus. Ich habe jetzt hier von Teekanne den New York Chai. Und er schmeckt nicht so wie einen richtigen Chai. Ich habe das Gefühl, er hat so etwas Honig-Zitronen-mässiges. Das klingt ein bisschen speziell, ich weiß. Aber so fühlt es sich für mich an. Dann tue ich hier drin ein bisschen Süßstoff und einen Schuss Milch. Ich trinke übrigens auch mega viel Schwarztee und dort ist der Ablauf eigentlich genau der gleiche. Ich bin sonst eigentlich voll der Müsli-Typ am Morgen. Aber wie wir das Bananenbrot einfach aufbrauchen müssen, habe ich jetzt gedacht, ja, gestalten wir das mal ein bisschen anders. Ich zeige euch gerade noch schnell, wie das alles miteinander aussieht. So, also ich habe jetzt hier meine drei Komponenten und weil ich weiss, dass euch das immer Wunder nimmt, rechne ich das schnell ausrechnen. Also der Proteinriegel hat 200 Kalorien, dann der Smoothie, das sind etwa 3 Deziliter und ich würde jetzt, es sind halt verschiedene Früchte drin, und ich würde jetzt Handgelenk mal Pi 50 Kalorien plus pro Dezi rechnen, das heisst etwa 150, sind wir bei 350. Das Bananenbrot wird, ich komme die 200 haben, dann sind wir bei 550. Der Schuss Milch müssen wir jetzt nicht dazu rechnen. Ich bin nicht am Tracken. Wenn ihr würdet tracken, dann rechnet alles dazu, weil das ist das, was euch dann erfolgreich macht. Ich werde jetzt am Laptop anfangen zu arbeiten. Ich habe vorher schon Social Media alles durchgemacht, dort möglichst viele Nachrichten schon beantwortet und gehe jetzt in meine Mails rein. Ich muss sagen, Mails muss ich irgendwie sitzend machen, sonst funktioniert das gar nicht. Und ja, schau jetzt mal, was über Nacht so reingekommen ist. Und dann hören wir uns später. Ich habe jetzt gerade 3,5 Stunden PC-Arbeit gemacht. Und gehe jetzt mit meinem Papi zum Mittagessen, weil wir machen das immer am Donnerstagmittag, weil er nicht in der Nähe wohnt. Genau.
Dann vorher muss ich noch schnell ins Golden House, weil ich muss den Luis zu einer Gruppenstunde fahren. Nachher gehen wir wahrscheinlich schnell im Manor essen und dann nehme ich euch wieder mit. So, ich bin jetzt gerade noch schnell in unserem Lager. Ich muss sagen, es ist die absolute Puffhalle momentan aufgrund von dem, weil wir sind die Goodiebags hier noch am Vorbereiten und haben einfach ein bisschen viel Ware da drin. Schau mal. Bis an die Decke hoch ist das Zeug gestapelt. Und wir sind jetzt aber ein bisschen am Aussortieren. Und darum denke ich, wird das nicht so eine Sache sein. Das Licht löscht automatisch. Einfach, dass ihr da keine Panik habt. Ich habe jetzt gerade gesehen, der Luis, für alle, die es noch nicht wissen, der Luis ist mein neuer Angestellter. Und er ist gerade das Personal Training am Gehen. Und sie hat so müssen leiden. Ich habe es richtig gesehen. Es hat so cool ausgesehen. Er macht das super. Und so sieht übrigens das Golden House aus. Man sieht es gar nicht so gut angeschrieben, gell? Und das ist unser Innenhof, der noch nicht so schön bepflanzt ist. Aber es wird dann noch kommen. So, immer ein gäbiges Buffet. So eine gesunde Variante. Ausfahren. Sonne. Farbe. So, ich bin jetzt wieder daheim. Ich habe noch schnell eingekauft für Shakes und Müsli etc. Momentan haben wir einen riesen Verbrauch. Und darum mache ich jetzt gerade noch mal schnell. Plus müssen noch diverse Rechnungen gezahlt werden. Und einfach so schnell mal ein bisschen Bürozeug. Ich habe ja heute noch fast nichts gemacht. Und nachher geht es ins Golden House. So. Ich schneide jetzt noch ein Gummibärli und mache in dieser Zeit noch Shakes und Müsli. Einmal Bananen-Zwetschgen-Shake und ich glaube, das Müsli wird Äpfel-Bananen. Recht einfach. Müsli-Schale zuhause. Also, ich habe nur das kleine und darum sehen so aus. Und ich brauche die grösseren, darum muss ich nachher schnell vom Golden House dann mitnehmen und mache dann mal heute Abend oder morgen Müsli. Der Shake ist Bombe. Lohnt sich sehr zum Nachmachen. So, ich habe mich mit einem Berg Geld in die Sonne bewegt. Und zwar ist das alles Geld, das wir sammeln konnten durch unsere Spendeaktion im November, Dezember. Und ich muss ein riesengroßes Dankeschön an Renata aussprechen. Renata ist im Bündnerland, ist selbstständig dort in der Kosmetikbranche und hat für uns ein Trinkgeldkessel aufgestellt und hat unglaublich viel zu diesem Betrag beiträgt. Darum wirklich von ganzem Herzen Dankeschön. Wir tun ja den Betrag halbieren und dann noch zwei verschiedene Stiftungen spenden. Ich tue jetzt schnell das Geld zählen und dann spenden wir das miteinander. So, es sind insgesamt 950 Franken. Was für ein toller Betrag! Und einfach, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr darunter seid, die auch gespendet haben und Münze gespendet haben. Ich habe niemanden abgezockt, ich habe es einfach aufgerundet und aus allem Nötchen gemacht, weil ich nicht mag, Münze zählen da. Und darum, das ist alles da drin. Mega, mega cool. Und jetzt tun wir doch das an die zwei Organisationen spenden. Ich gehe jetzt mal schnell auf den Tierli-Gnadenhof in Keisten und hol von dieser ihrer Webseite hoffentlich Bankverbindung. So, das hat bestens geklappt. Wir haben hier zweimal
die Stiftungen, einmal Little Big Hero und einmal den Tierli-Gnadenhof in Keisten. Und ich freue mich mega darüber. Können wir da etwas dazu beitragen, dass andere Leute und Tiere ein bisschen mehr Freude haben? Und ich bin mega stolz, habe ich Leute um mich herum, Kunden um mich herum, die so grosszügig sind, die bereit sind, anderen zu helfen. Und ja, da können wir wirklich stolz sein. So, jetzt ist natürlich genau noch der Pöstler gekommen. Und ich müsste eigentlich seit einer guten Stunde im Golden House sein, aber er hat mir eine H&M und eine Adidas-Lieferung gebracht. Und darum muss ich wenigstens noch schnell reinschauen, bevor ich gehe. Und ich sehe es hier gerade schon. Ich bin einfach ein mega Fan von diesen Teddyjacken. Und es sind mega Aktionen jetzt gehabt. Darum habe ich gedacht, ich hoffe einfach, dass die Pullis und so nächstes Jahr auch noch Mode sind. Plus, oh, ihr kennt mich. Ich habe letztes Jahr nicht gesagt, irgendwann. Jetzt habe ich zwar schon gesagt, ich mache mich wahrscheinlich noch auf Smoothies und Shakes selbstständig. Nein, ist ein Witz. Aber Bischis. Also wenn etwas meine Passion ist, dann sind es Bischis. Und ich habe eins gefunden bei H&M. Schau mal, es hat alles so kleine Möntchen drauf. Und es ist so Feinripp, nennt man das, glaube ich. Oh, und ich glaube, das ist so ein schönes Bischi. Dann, was haben wir da? Trainerhose. Weil ich habe mega viele Trainerhosen weggegeben. Das ist auch eine Trainerhose. Es gibt eine Marke, jetzt weiss ich natürlich wieder nicht, wie sie heisst, die ultra-teure Bischis und Trainer hat. Und diese Hosen sehen aber genau so aus wie von dieser Marke. Dann haben wir nochmal so einen Schöpfli-Pulli. Und nochmal ein Bischi. Das andere ist eben, hat kurze Hosen und langärmig. Und da ist, glaube ich, alles lang. Hat noch so ein herziges Herzchen drauf. Ah, oh, so cool. Was machst du hier? Wo sind sie von? Für? Heute mache ich den Event. Habe ich gehört. Hast du? Ja. Jetzt bist du wegen der Linse heimgekommen? Ja. Ich, nein, ich bin irgendwie gekommen. Das ist hier da wieder die Bulldecken. Bulldecken? Hast du schon einen? Ja, Bonschki. Können wir dann auch zwei haben? So, die Janik ist wieder gegangen. Überraschungsbesuch. Ich habe jetzt gedacht, ich zeige euch zwei Sachen. Also, ich habe das andere Teddy-Jäckli schon angehabt, das hat mir nicht so gefallen. Ich finde jetzt auch das nicht bombastisch. Und zwar mehr wegen der Farbe. Ich muss mal schnell schauen. Ich habe eigentlich gesagt, ich behalte nichts, wo ich nicht von ganzem Herzen überzogen bin und darum gebe ich gerade auch die zurück. Ich habe irgendeinen Fleck auf meinem Sport-BH, bitte einfach nicht beachten, weil ich weiss nicht, wo er herkommt. Und in der Adidas-Lieferung war die Weste. Ich wollte schon mega lange waschen und darum glaube ich, behalte ich sie, weil ich habe schon so viel anprobiert, die nicht gut waren. Sie sieht so aus. Der typische Streifen. Und sieht, wenn man ganz nah schaut, steht überall Adidas. Sie ist okay. Sie ist recht dick. Und sie hat eine Kapuze, was ich nicht so cool für den Sport finde. Aber sie kommt dem am nächsten, den ich immer gesucht habe. Und darum behalte ich die. So, voll bepackt mit meiner ganzen Bagage. Übrigens, zum draussen trainieren braucht es so wenig Kleider. Ich habe jetzt hier meine Leggings an, sind nicht einmal ganz bis oben. Dann so ein leichtes Pullover. Und ich habe jetzt, wie gesagt, halt noch meine neue Weste, die man anlegen kann. Aber nachher für draußen trainieren braucht es nur das dünne Pullover, Hose und manchmal noch ein Stirnband und Händchen. Die Weste und auch die Jacke sind nur da, weil wenn ich halt Training gebe, ist es nicht ganz so warm, dass ich dann nicht friere. Oh, Bootcampers. Ich habe euch vergessen, updaten. Wir hatten noch Beratung. Und da sind sie. Zweite Runde. Gut! Hey! Schätzchen! Er kommt zu euch! Komm, geh weg!
Du bist auch nicht mehr so cool. Wow! Es ist geil. So, Feierabend. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es echt ein bisschen verpasst, euch mitzunehmen. Wir haben den ganzen Nachmittag so ein bisschen Meeting gemacht mit dem Luis und so. Und ich hatte dort noch einen Barbells-Riegel, so einen Christmas-Fatsch oder so. Und jetzt haben wir noch Bootcamp. Zwei Stunden, eine davon habe ich mitgemacht, dass die Gruppe aufgeht. Und jetzt mache ich mich auf den Heimweg. Jetzt ist etwa 8:30, viertel ab 8, 8:30. Und schauen mal, was es zuhause noch zu essen gibt. So, ich bin jetzt noch schnell am Znacht dran. Ich habe hier bereits eine halbe Peperoni geschnibbelt. Es gibt, wie immer, Fajitas. Ich bin so ein Fajitas-Typ. Das ist die andere Hälfte. Mal schauen, was ich mit der mache. Dann habe ich hier ein Stück Gurke. Oh ja. Und dazu ein Wrap. Ich muss sagen, mir ist es völlig egal, ob der Wrap kalt oder warm ist. Darum nehme ich jetzt den kalt. Ich bin eigentlich keine heikle Esserin. Aber es gibt so teils Sachen, die ich einfach nicht kann. Ich weiss nicht, ich bin aufs Alter, glaube ich, ein bisschen heikler geworden, wie auch schon. Aber ich esse alles. Aber die Konsistenz ist manchmal mehr ein das Problem bei mir. Ich habe ja alles gern, was vertrocknet ist. Also, je trockener ein Kuchen oder Guetzli ist, desto lieber habe ich es. Und alles so musiges, das ist eigentlich nicht so meins. Und darum, auch in einem Fajita, ich muss immer noch etwas Rohes haben, was so etwas knackig macht. Das klingt ein bisschen blöd, he? Das klingt ein bisschen wirrig, ich gebe es zu. Also, jetzt noch die Peperoni anbröteln. Dann habe ich hier noch ganz viel Reis. Ich muss ja sagen, wenn es geht, probiere ich immer etwas vorkochen. So etwas, weiss ich auch nicht, gerade irgendwie 500 Gramm Reis oder Nudeln oder Quinoa, irgendwie in diese Richtung, wo ich nachher die ganze Woche ein bisschen davon nehmen kann. Weil ganz ehrlich gesagt, im Leben hätte ich kein Reis jetzt gekocht. Und darum ist das eine perfekte Lösung. So. Es ist noch schwierig zu sagen, wie viel das jetzt war, aber ich würde sagen, so eine Tasse voll. Und jetzt kommt da noch ein bisschen Gewürz dran her. Und zwar von diesem Paprika-Gewürz. Ich habe euch das schon mal noch einmal gezeigt. Das geräucherte Paprika. Das ist so gut. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Ich muss sagen, wir haben nicht so viel zu Hause momentan. Ich habe keinen Pfeffer mehr. Ich habe keinen Pfeffer mehr. Da. Am falschen Ort. Wir haben wenig zu Hause irgendwie. Darum, ich weiss gar nicht, was essen. Aber für Fajitas hat immer alles zu Hause. Und drin kommt noch der Light Ketchup. Light Ketchup hat einfach bedeutend weniger Zucker. Und darum nehme ich nichts von dem. Macht recht viel aus. Ich nehme den einfach so ein bisschen als Soße. Und wenn jetzt der Reis warm ist, geben wir das über den Fajita. Und nachher noch ein bisschen Ketchup. Und dann haben wir uns jetzt Nacht. So. Das wird jetzt noch der letzte Clip. Ich habe ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Hunger. Und darum habe ich jetzt noch von diesem Smoothie genommen. Und oh mein Gott, alles über den Laptop. Oh mein Gott. Nein. Wieso immer bei mir? Ich habe den ganzen Smoothie über den Laptop gelernt. Oh Mann. Wieso passiert mir das immer? Nein, nicht auf den Teppich. Oh mein Gott! Scheiße.
extrem Vorteil. Ich habe keine Rille getroffen, fast keine. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann man so sein? Ja, ich wollte nur sagen, noch ein paar Gummibärchen. Ich brauche jetzt erst recht für meine Nerven.